Hier werden aus namenlosen Toten wieder Personen, Väter, Söhne, Ehemänner, um die man trauern kann. Anthropologen und Forensiker arbeiten im People Identification Project gemeinsam daran, das Schicksal von Opfern des Genozids aufzuklären. Mit einer neuen DNA-Technologie können Leichenteile durch Blutproben von Verwandten identifiziert werden, auch wenn nur noch Knochen gefunden werden konnten. Dies sind die Lagerräume unserer Einrichtung. Zurzeit befinden sich hier auf 450 Quadratmetern 4060 Bodybags mit sterblichen Überresten. 40.000 Menschen wurden nach Kriegsende in Bosnien vermisst. Über Jahre wurden Hunderte von Gräbern und Massengräbern entdeckt. Die Exhumierung und Identifizierung der Toten gestaltete sich schwierig und ist bis heute nicht abgeschlossen. Unser größtes Problem sind die vielen Leichenteile aus Sekundärgräbern. Bei Kriegsende haben die Serben in der Republika Srpska versucht, die Spuren zu verwischen. Sie benutzten Bulldozer und LKWs, um die Leichen aus einem Massengrab auf mehrere kleinere Massengräber zu verteilen. Die Anthropologin Eva Klonowska, gebürtige Polin, arbeitet seit Kriegsende für das Internationale Zentrum für Vermisste, gemeinsam mit Kollegen aus Kanada und anderen westlichen Ländern. Noch immer werden Gräber gefunden und das Identifizieren der Opfer wird immer schwieriger. Hier in Tuzla konnten wir erst im letzten Jahr mit der Identifizierung beginnen. Wir haben es hier nur mit den Opfern aus Srebrenica zu tun. Und die können nur durch DNA-Analysen identifiziert werden. An anderen Orten in Bosnien haben die Exhumierungen schon 1995 begonnen. Schon am ersten Tag, nachdem Sanski Most befreit worden war. Sanski Most liegt in der Krajina, so heißt die nordwestliche Region von Bosnien. Und dort gab es die schlimmsten ethnischen Säuberungen schon 1992. In dieser Gegend gab es auch die schlimmsten Konzentrationslager, wenn man die so nennen kann. Eigentlich waren es Todeslager. Omarska, Keraterm, Trnopolje und Manjica. Und es gab dort sehr viele Opfer. Krajina, Grenze, so heißt die Region zwischen Kroatien und Bosnien. 1996 war ich durch dieses Gebiet gefahren. Was wussten wir damals von diesem Land, das wir mit seinen Moscheen und Minaretten als einen orientalisch märchenhaften Teil von Jugoslawien erinnern?